Guten Tag. Guten Tag. Ich komme vom bischöflichen Ordinariat. Ach ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Es handelt sich um den nördlichen Teil des Friedhofs. Die Gräber dort sind in sehr schlechtem Zustand. Ja, ich weiß. Wir sind ja deswegen schon einige Male vom Ordinariat angerufen worden. Aber schauen Sie, dieser Teil des Friedhofs wurde im Jahre 1902 fertiggestellt. Es leben keine Nachkommen mehr und es kommen auch keine Besucher zu diesem Teil des Friedhofs. Und um es ganz ehrlich zu sagen, es gibt niemand, der für die Gräberfürsorge dort bezahlt. Das Ordinariat wäre bereit, einen gewissen Betrag für die bessere Fürsorge dieser Gräber freizustellen. Ja, bitte, wenn es bezahlt wird, das wäre natürlich etwas anderes. Wir können nicht sehr viel zahlen. 300 Mark im Monat. Oh, das reicht. Dafür würde der Rasen gemäht und jedes Grab würde einzeln abgesteckt. Das würde natürlich ganz anders aussehen. Haben Sie ein entsprechendes Formular hier? Ja, natürlich. Ich bin berechtigt, für das Ordinariat zu unterzeichnen. Jawohl. Formular. Hier in Punkt 2 schreiben wir Nordteil des Friedhofs und dann hier 300 Mark monatlich und hier Fürsorgeplan C. Bitte sehr. Mhm. Sagen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Warum machen Sie das eigentlich? Warum kümmert sich das Ordinariat um Gräber, die doch sonst niemand... Die Leute in der Erde sind doch tot, denen ist es doch egal, wie es oben aussieht. Wir halten es für unsere Pflicht. Verzeihen Sie, aber diese Antwort ist so gut wie keine. Warum halten Sie es für Ihre Pflicht? Die Kirche sorgt für die Toten. Wäre es nicht zweckmäßiger, für die Lebenden zu sorgen? Also jetzt verstehe ich Sie nicht. Sie sorgen doch auch für die Toten. Sie sitzen hier im Friedhofsamt. Naja, das ist mein Posten, mein Beruf, damit verdiene ich Geld. Die Kirche auch. Ja, aber die Kirche hat schließlich auch andere Zwecke. Das ist ein Irrtum, mein Herr. Die Kirche hat nur einen einzigen Zweck, für die Toten zu sorgen, ebenso wie das Friedhofsamt. Die Kirche beschäftigt sich nur mit dem Tod, sonst mit nichts. Aber entschuldigen Sie, die Dome, die Bauten, die Kathedralen, die sind doch für lebende Menschen gebaut und nicht für Tote. Nein, für Tote. Das ist wie mit den Grabsteinen oder den Krematorien. Sie werden natürlich von lebenden Menschen gebaut und von lebenden Menschen frequentiert, aber sie sind für den Tod da. Sie beschäftigen sich mit dem Tod. Gäbe es keinen Tod, wäre jeder Kirchenbau völlig sinnlos. Unser Wahrzeichen, das Kreuz, trägt einen Toten. Wir verehren einen Gott, der getötet wurde. Aber er ist wieder auferstanden. Das ändert nichts daran, dass er eine Zeit lang tot war. Alle Toten werden wieder auferstehen. Das ist unser Glaube. Aber zuerst werden alle Menschen sterben. Wenn sich aber die Kirche ausschließlich mit dem Tod beschäftigt, warum mischt sie sich dann in jede Phase des Lebens, angefangen mit der Geburt, der Taufe? Der Tod beginnt mit dem Moment der Geburt. Jeder Anfang eines Lebens ist gleichzeitig der Anfang des Todes. Jeder weitere Schritt in diesem Leben ist ein Schritt in Richtung des Grabes. Gut, das kann ich ja verstehen. Himmel und Fegefeuer, die Kreuzzüge, die Inquisition, all das hat mit dem Tod zu tun. Aber wozu braucht man dann die ganzen Gesetze? Angefangen von den 10 Geboten bis zur Pille. Für Tote braucht man doch keine Gesetze. Nur für Tote braucht man Gesetze. Die Lebenden, die haben ihre eigenen Gesetze. Bei denen nützen keine 10 Gebote und kein Pillenverbot. Erst die Sterbenden brauchen Fürsorge, Gesetze, Gebote. Erst angesichts des Todes will der Mensch tugendhaft sein. So, hier ist das Formular. Ja, ja. Entschuldigen Sie, nur noch eine Frage. Finden Sie nicht diese Beschäftigung mit dem Tod unklug? Die Austritte mehren sich und die Jugend ist in zunehmendem Maße gegen die Kirche. Die Austritte? Man kann aus der Kirche ebenso wenig austreten, wie man aus dem Tod austreten kann. Die Ausgetretenen werden wieder eintreten oder ihre Kinder werden eintreten. Und die Jugend, ja, die Jugend ist gegen uns, weil wir für den Tod sind. Die Jugend hält am Leben fest. Und wir werden von den Toten und natürlich auch den Mördern bezahlt. Aber die Jugend kann uns nicht beunruhigen. Es gibt nur eines, das die Kirche wirklich gefährden könnte. Das ist die Wissenschaft. Denn es ist möglich, dass die Wissenschaft eines Tages den Tod besiegt. Und dann wäre es auch mit der Kirche zu Ende. Ohne Tod keine Kirche. Aber vorläufig lautet dieser Satz noch: Ohne Kirche kein Tod. Und da selbst die Jugend einsehen muss, dass ein Leben ohne Tod nicht vorstellbar ist, wird sie sich nolens volens mit uns irgendwie arrangieren müssen.
Sie tun es ja auch, junger Mann. Guten Tag. Guten Tag. Und übrigens, der Tod ist nicht, was Sie glauben. Nichts Schreckliches, nichts Schäbiges, kein Zwang. Kein fauler Kompromiss, kein Faustschlag ins Gebiss. Der Morgen graut, die Putzfrau kommt. Und übrigens, man stirbt nicht schwer und nicht langsam. Man stirbt so, wie man lebt, ein wenig schief. Man hat sich nur geirrt, wie jedermann, und kehrt zum alten Ausgangspunkt zurück. Der Mensch in seiner Not vergisst, dass auch die Kirche sterblich ist, und nie verzeiht er ihr die Grausamkeit und die Aggression. Andern schon. Und übrigens, die Kirche kennt auch kaum Verzeihung. Darin passt sie sich ganz dem Menschen an. Und wenn ihr Ende droht, dann geht sie wie der Tod. Doch wenn sie geht, dann geht sie nur ins Freie.